So, guten Morgen. Wir haben jetzt die undankbare Aufgabe, mit Nachhall nach 13 Stunden Kongress euch was noch zu erzählen für eine Stunde. Und wir reden über das Thema digitale Bürgerrechte unter europäischem Beschuss. Und ja, Sinn dieses Vortrages ist es, so einen Überblick zu geben, was uns noch alles von der EU-Ebene in den nächsten Jahren zu erwarten hat, abgesehen von Schlachten wie Softwarepatente und Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es eine ganze Menge. Wir versuchen da mal so einen kleinen, kompakten Überblick zu geben. Mein Name ist Markus Beckedahl und klingt das bei euch so hallig wie bei mir? Kann man dagegen irgendwas machen? Also, na gut, dann müssen wir damit leben. Ich bin Vorsitzender des Netzwerk Neue Medien und schreibe das Webblog netzpolitik.org. Und Oliver Passek neben mir ist auch Gründungsmitglied vom Netzwerk Neue Medien. Wir sind so eine kleine Bürgerrechts-NGO für den Erhalt und Ausbau von digitalen Bürgerrechten. Und Oliver ist zusätzlich noch Medien- und Kulturreferent der Grünen Europa-Fraktion in Brüssel. Und ist halt ein bisschen näher dran an den ganzen Themen. Ja, worüber wollen wir reden? Also, wir haben eben noch vermutet, dass es längst noch nicht alles, was auf EU-Ebene im Bereich Internet, digitale Bürgerrechte im Moment diskutiert wird. Die Europäische Union ist halt, ja, also kümmert sich eigentlich um alles und nichts und sehr komplexe Staatsorganisation mit unterschiedlichsten Playern. Das sind halt die Richtlinien, Aktionspläne, die wir euch jetzt mal vorstellen wollen. Eigentlich sollte jetzt was zur Vorratsdatenspeicherung kommen, kommt das danach? Okay, die Folie habe ich wohl eben aus Versehen gelöscht, stand auch nicht viel drauf. Das ist folgendes EU-Dokument ist hier dokumentiert, Richtlinie 89/552 EWG. Und das Ganze nennt sich ganz kompliziert zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit. Ja. Bislang ist das Ganze wirklich ausgerichtet auf Fernsehen. Das Ganze ist auch so definiert,
Und zwar unter Fernsehen wird in dieser Richtlinie verstanden, also eine Fernsehsendung, die drahtlose oder drahtgebundene, erdgebundene oder durch Satelliten vermittelte, unverschlüsselte oder verschlüsselte Erstsendung von Fernsehprogrammen und jetzt wichtig, die zum Empfang durch die Allgemeinheit bestimmt sind. Und was bis jetzt nicht eingeschlossen sind, das sind Kommunikationsdienste, die auf individuellen Abruf Informationen oder andere Inhalte übermitteln, wie zum Beispiel, das nennt sich dann hier so schön in der EU-Amtssprache, Fernkopierdienste, elektronische Datenbanken und andere ähnliche Dienste. So, das ist der Status quo. Wichtig ist, dass es hier immer um Mindestbestimmungen handelt. Das heißt, die EU erlässt bestimmte Vorschriften, aber es ist den einzelnen Mitgliedstaaten. Bei uns passiert das dann im Rundfunkstaatsvertrag, zum Beispiel mit speziellen Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, immer noch strengere Maßstäbe anzulegen als die grundlegenden Normen von der EU. Das heißt, die Umsetzung in den Mitgliedstaaten erfolgt dann individuell bei uns auf der Ebene von Staatsverträgen zwischen den einzelnen Bundesländern. So, worum geht es jetzt bei der Neufassung? Es geht natürlich einmal um die klassischen Kernpunkte der Fernsehrichtlinie, das heißt weiterhin um die freie Verbreitung der europäischen Fernsehprogramme. Und was auch mit eingeschlossen ist, ist eine Förderung europäischer Programme. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben, dass Fernsehsender sich verpflichten müssen, also Fernsehsender, die auch einen bestimmten Auftrag erfüllen müssen. Da geht es vor allen Dingen um frei empfangbares Fernsehen, mehr als die Hälfte der verfügbaren Sendezeit europäischen Werken vorzubehalten. Aber in der Debatte im Moment sind vor allen Dingen auch die Bestimmungen zu Werbung, Sponsoring und das umstrittene Thema Product Placement. Da will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, weil es, ich beantworte da gerne noch Fragen zu, weil es in unserem Vortrag, das ist sicherlich auch das, was hier vom größten Interesse ist, auf die Ausdehnung, auf sogenannte nicht-lineare audiovisuelle Dienste geht. Ein Projekt, was die Kommission, die zuständige Kommissarin ist Frau Reding, nämlich mit Nachdruck verfolgt und auch in den Konsultationen und Stellungnahmen visuelle Mediendienste ohne Grenzen wahrscheinlich. Definition ist folgender, ein audiovisueller Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund eines vom Mediendiensteanbieter ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm übertragen wird. Das heißt, zukünftig werden auch nichtlineare Dienste, sogenannte Abrufdienste, unter bestimmten Mindestanforderungen der europäischen Ebene liegen. Ja, im Fernsehen sind diese Mindestanforderungen betreffend, was sicherlich für diese neuen Dienste nur bedingt relevant ist, vor allen Dingen Regelungen, die Werbung betreffen. Da gibt es auch einen Begriff für die nichtlinearen Dienste dann, der nennt sich kommerzielle Kommunikation, aber auch Schutz der Menschenwürde, Jugendschutz und bestimmte Beschränkungen, was illegale Inhalte anbetrifft, also zum Beispiel Aufstachelung zum Hass. Ja, vielleicht nochmal ein Überblick. Insgesamt geht es also in dieser Richtlinie dann um Regelungen für audiovisuelle Inhaltedienste. Es geht um ein Recht auf Information und Kurzberichterstattung, was aber die Fernsehsender betrifft. Das heißt, dass es auch Sendern, die nicht im Besitz von Exklusivrechten sind, ermöglicht werden soll, über wichtige gesellschaftspolitische Ereignisse, das kann Sport, Unterhaltung, Politik, alles sein, kurze Berichte auszustrahlen. Es geht auch um kulturelle Vielfalt, das habe ich angeschnitten, Förderung europäischer und unabhängiger Produktionen. Es geht um den Bereich kommerzielle Kommunikation, das sind halt vor allen Dingen Werberegelungen für audiovisuelle Inhaltedienste. Es geht um den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde. Und es geht auch um das Thema Medienpluralismus. Allerdings
hat dort die Kommission bis auf dieses Recht auf Kurzberichterstattung leider keine Vorschläge gemacht, die die Situation dort verbessern können. Kommen wir zu den audiovisuellen Inhaltsdiensten. Genau. Die Kernfrage ist natürlich vor allen Dingen dann bei diesen nicht-linearen Diensten, welche Dienste überhaupt betroffen sind. Also ein Stichwort, was in den Diskussionen fällt und was natürlich vollkommen logisch ist und erstmal auch weniger brisant klingt, ist natürlich ein Thema Video on Demand, das heißt dann Spielfilme auf individuellem Abruf in der Regel. Aber es fallen auch andere Begriffe, die von diesen nicht-linearen Diensten umfasst sein sollen. Und da ist zum Beispiel ein Stichwort auch Web-Nachrichtendienste allgemein. Und da kann man ja schon mal weiterdenken, dann auch in Richtung Weblogs, Videoblogs und so weiter. Das heißt, es ist zwar ausdrücklich in den entsprechenden Erläuterungen vorgesehen, dass private Kommunikation ausgeschlossen ist. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, wo ist die Grenze von privater Kommunikation hin zu meinungsbildender Kommunikation beziehungsweise zu Massenkommunikation? Und da stellt sich natürlich die Frage, was mit Weblogs, Videoblogs, Streaming-Plattformen und so weiter passiert. Also eine lustige Sache ist beispielsweise, in dieser Debatte geht es, wenn man sich das medial betrachtet, aufgrund der Nachrichten und so weiter, hauptsächlich darum, wer hat das Recht, kostenlos Fußball-Bundesliga-Zusammenfassung zu bringen. Also ja, anscheinend beschäftigt das die meisten Journalisten und so weiter, dass die Tagesschau weiterhin 90 Sekunden Zusammenfassung der Bundesliga berichten darf. Aber was bedeutet es zum Beispiel für den Besitzer eines Videoblogs, der halt praktisch auch ein Sender ist? Ein Videoblog ist keine private Kommunikation, weil man eigentlich schon öffentlich sozusagen sendet. Es ist nicht linear. Also eigentlich könnte man auch annehmen in dieser Definition, dass halt jedes Videoblog zukünftig 90 Sekunden Bundesliga übertragen dürfte. Aber in dieser ganzen Debatte tauchen halt neue Technologien wie Weblogs, Videoblogs und so weiter noch nicht auf. Da sitzen halt lauter Politiker, Lobbyisten und so weiter, die reden halt über ja, GRPS, UMTS, Kabelfernsehen und so weiter und denken, sie haben die nächsten 20 Jahre vor sich an Technologie und so weiter. Und währenddessen passiert draußen im World Wide Web, im normalen Leben, eine Medienrevolution, dass auf einmal jeder eigentlich praktisch ein Sender sein kann. Und das ist halt so einer der Hauptkritikpunkte an dieser Richtlinie, dass sie halt von dieser traditionellen Industriegesellschaftsdefinition von Sender ausgeht und für die nächsten 20 Jahre eine neue Richtlinie, eine neue Rahmenbedingung festschreibt, wo halt ja diese umwerfende Medienrevolution überhaupt gar nicht eingeplant ist, gar nicht auf dem Fokus ist. Und ja, da ist es halt interessant, ob es den Politikern noch gelingt, das zu realisieren und inwiefern eine Fernsehrichtlinie, so wie sie derzeit passiert, Auswirkungen haben wird in den nächsten Jahren auf Weblogs, Videoblogs, alles, was wir eigentlich im Netz so machen. Ja, wichtig ist dabei natürlich wirklich zu beachten, die EU ist in dem Sinne ja auch nicht wahnsinnig oder will jetzt was regulieren, was nicht zu regulieren ist. Es bleibt natürlich immer noch den Mitgliedstaaten vorbehalten, individuelle Regulierungen vorzunehmen. Das heißt, wenn bei uns im nächsten Jahr das Telemediengesetz dann zum Beispiel neu gestaltet werden soll, also auch unter Einbeziehung von Mediendiensten, dann ist es natürlich auch nach wie vor dem deutschen Gesetzgeber überlassen, hier spezielle Vorschriften für Videoblogs, Webcasting und so weiter zu erlassen. Das muss dann nicht unbedingt von der EU kommen. Wichtig ist, dass es hier wirklich um audiovisuelle Inhalte geht. Das heißt, es geht nicht um Bilder, um Fotos, es geht auch nicht um Audiomitschnitte, das heißt Hörfunk, Musik und so weiter. Das Ganze ist nicht erfasst und da muss man sich dann, denke ich, auch nochmal ganz genau, das werden wir gleich nochmal machen, die einzelnen Definitionen angucken. Wichtig ist trotzdem, dass diese nicht-linearen Dienste dann, je nachdem welcher Dienst darunter fällt, bestimmten Mindestanforderungen genügen werden müssen in Zukunft. Das heißt, das betrifft den Jugendschutz. Haben wir das noch auf der Folie? Nee. Okay, dann mache ich es aus dem... Ja, genau. Jugendschutz, Verbot der Aufstachelung zum Hass, Kennzeichnung des Mediendiensteanbieters, das ist dann ähnlich der Impressumspflicht bei Homepages, Kennzeichnung kommerzieller Kommunikation, das heißt, wenn bestimmte Formen der Werbung verwendet werden und auch qualitative Beschränkungen, die im Fernsehen gelten,
zum Beispiel Werbung für Alkohol oder Jugendschutzvorschriften. Lass mich noch ganz kurz. Wie begründet die EU ihr Vorgehen bei der Übertragung von einer Fernsehrichtlinie in audiovisuelle Mediendienste? Sie sagt, diese Dienste leiden derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit, ungleichen Wettbewerbsbedingungen und mangelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und deshalb sei es notwendig, zumindest bestimmte gemeinsame Grundvorschriften auf alle audiovisuellen Mediendienste anzuwenden, um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und andererseits die Rechtssicherheit zu verbessern. Also mit anderen Worten, Harmonisierung, das Stichwort auf europäischer Ebene und Rechtfertigung eigentlich für alles. Ja. Ausdrücklich ist gesagt, dass mit der Neufassung die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet werden, neue Lizenz- oder Genehmigungsverfahren zu erlassen. Und es gibt auch ausdrückliche Verweise auf Co- und Selbstregulierung. Das heißt, die EU schreibt auch keine Vorabprüfung bei problematischen Inhalten per se vor. Nochmal zur Begriffsdefinition. Audiovisuelle Mediendienste umfassen alle Dienste der audiovisuellen Massenmedien. Das ist natürlich dann auch in juristischer Hinsicht ein wichtiges Stichwort. Aber unabhängig davon, jetzt zukünftig, ob diese nach Programmplan oder auf Abruf bereitgestellt werden, es umfasst nur Dienstleistungen aller Arten, die wirtschaftliche Tätigkeiten betreffen. Dienstleistungen, die im EG-Vertrag festgelegt sind. Da ist nochmal entscheidender Punkt, wo man nochmal genau nachschauen muss, und gilt nicht für zum Beispiel rein private Webseiten, die auf nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten beruhen. Aber auch hier haben wir das Problem, sobald ein Videoblog oder ein Podcasting-Blog überhaupt nur Google Ads drauf hat, fällt es sofort unter die Definition richtig, kommerziell. Ja. Das muss man halt immer bedenken. Ja, und was diese Umfasstheit der audiovisuellen Mediendienste angeht, es geht nicht um Webangebote, das ist ausdrücklich in der Richtlinie aufgeführt, die lediglich zu sogenannten Ergänzungszwecken audiovisuelle Elemente erhalten. Das heißt, das hatte ich am Anfang schon mal, keine animierten grafischen Elemente, kleine Werbespots steht hier, was immer das ist, oder Informationen über ein Produkt oder nicht audiovisuelle Dienste. Sie gilt auch nicht, das ist auf Druck der Verleger eingebaut worden, für die elektronische Ausgabe von Zeitungen und Zeitschriften. Und der Begriff audiovisuell bezieht sich auf bewegte Bilder, mit oder ohne Ton. Er umfasst somit Stummfilme und jetzt ist wichtig, nicht aber Tonübertragungen oder den Hörfunk. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Okay, kommen wir zur nächsten Richtlinie bzw. Harmonisierung. Und zwar Harmonisierung des Frequenzspektrums. Frequenzspektrum ist eine spannende Sache, wird normalerweise über die ITU geregelt, die International Telecommunication Union, das ist eine UN-Behörde des Post- und Telekommunikationsbereiches. Und auf europäischer Ebene strebt man halt eine Harmonisierung an. Wenn du das mal kurz erklären kannst. Ja, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Formen oder technischen Bereitstellungen einer Gesellschaft zukünftig Auseinandersetzungen herbeiführen bzw. eine begehrte Ressource werden, dann sind da sicherlich die Frequenzen. Bis jetzt war das Frequenzspektrum relativ überschaubar. Das heißt, es war für bestimmte Dienste, waren bestimmte Bandbreiten reserviert, also natürlich auch für Rundfunk. Dann gab es nochmal bestimmte Bereiche, die dann für Notrufe und so weiter reserviert sind. Aber durch die Digitalisierung haben wir ein breiteres Frequenzspektrum und es fallen auch dadurch, dass zum Beispiel die terrestrische Rundfunkübertragung an Bedeutung verliert, auch Frequenzen weg, die dann frei werden. Und da kann man sich natürlich alle möglichen schönen Sachen überlegen, die mit diesen freien Frequenzen passieren. Und deswegen wird natürlich auch zukünftig eine Auseinandersetzung stattfinden, inwieweit kommerzieller Handel mit Frequenzen erlaubt wird, inwieweit es für nicht kommerzielle Angebote, das heißt bis hinunter zu Formen von Bürgerfunk, Medien dann Frequenzen genutzt werden können oder inwieweit es zukünftigen Technologien, die dann womöglich weiterhin in der Hand von Medienkonzernen sind, UMTS oder so, das Frequenzspektrum zugeschlagen wird. Das heißt, das wird eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung. Das hat natürlich auch die EU-Kommission erkannt. Es geht immer darum, den Binnenmarkt voranzubringen und die Kommission hat auch festgestellt, dass der Handel mit Frequenzen zukünftig den Binnenmarkt beleben kann und hat deswegen ausdrücklich vorgeschlagen,
auch demnächst kommerziellen Handel mit Frequenzen grenzüberschreitend zuzulassen. Also was wir hier erleben, ist eigentlich auf europäischer Ebene eine Verscherbelung des Tafelsilbers. Also Frequenzen gibt es nicht allzu viele. Es ist auch noch nicht so wirklich klar, was man alles mit Digitaltechnik mit den Frequenzen machen kann. Aber die EU geht jetzt hin und möchte halt diese ja, eigentlich knappe Ressource, Frequenzspektrum, meistbieten auf dem Markt verscherbeln, wo halt noch gar nicht absehbar ist, ob es nicht zukünftig irgendwie gesamtgesellschaftlichen Nutzen davon geben könnte, dass halt beispielsweise die EU bestimmte Frequenzbänder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dass halt neue Dienste entstehen können. Also zum Beispiel bei WLAN haben wir nur zwei einzelne Frequenzbänder und die sind bald komplett belegt. So, ne? Wieso nicht mehr fürs WLAN öffnen, damit halt Bürger neue Dienste schaffen können sozusagen. Dass halt solche Technologien, die eigentlich jedem die Teilhabe bieten und wo halt auch Innovation ziemlich schnell entfacht werden kann, dass halt 15-Jährige mit Antennen rumbasteln und neue Dienste schaffen irgendwie aufgrund ihres ja, Gehirnschmalzes sozusagen, geht man halt lieber hin, um zur ja, Anfeuerung des Binnenmarktes meistbietend jetzt zum jetzigen Zeitpunkt oder im nächsten Jahr diese knappen Ressourcen zu verkaufen. Und wenn die erstmal verkauft sind, können wir in 10 Jahren damit nicht viel machen sozusagen, wenn es auf einmal ganz andere Nutzen geben kann, weil man schafft neue Monopole auf diese Frequenzbänder. Gut, was die generelle Einteilung und Reservierung der Frequenzen angeht, ist die Kommission auf internationale Gremien angewiesen. Das heißt, es findet im Rahmen der International Telecommunications Union, also ITU, das ist eine Organisation der UNO, findet diese Aufteilung des Frequenzspektrums statt. Und deswegen hat die Kommission auch gleich gesagt, dass sie sich darüber hinaus noch detaillierte Vorschriften, eventuell dann in Form von Richtlinien für Massenanwendungen, die auch zukünftig das Frequenzspektrum betreffen, vorstellt. Da zählt zum Beispiel Ultra-Breitbandtechniken, haben wir gerade drüber gesprochen, Breitband, drahtloser Breitbandzugang zu, aber auch Dinge, die hier auch eine Rolle spielen, Strichcodes für Funketiketten, also die RFID-Problematik. Nichtsdestotrotz hat sich die Kommission auch darüber Gedanken gemacht und hat auch gesagt, sie will, es ist im Moment ein Konsultationsverfahren, die ganzen Regelungen sollen nicht vor 2010 greifen, auch Möglichkeiten für lizenzfreie Funkfrequenzen untersuchen. Das heißt, es geht darum, dass Frequenzbänder dann von mehreren Interessenten gemeinsam genutzt werden können und der klassische Fall in dem Sinne auch für Medien von unten am wichtigsten ist dann der drahtlose Funkzugang, also Wi-Fi. Ja. Wie läuft das Ganze ab? Hier steht es schon, im Mai 2006 soll im Rahmen der ITU, ist also bald soweit, ein neuer globaler Frequenzplan verabschiedet werden. Die Aufteilung der Regionen ist dabei ganz interessant und ganz kompliziert. Das heißt, da sind Europa und auch weite Teile von Asien zum Beispiel mit in einem Boot. Da geht es um Längengrade und wir zählen zur ITU Region 1. Alle Länder westlich des 170. östlichen Längengrads und nördlich des 40. südlichen Breitengrads, außer der Mongolei. Und dann zählt zum Beispiel auch der Iran zu diesen 120 Staaten, die diese Neuordnung des Frequenzspektrums betrifft. Ja, das Ganze passiert auf der sogenannten regionalen Funkkonferenz der ITU, AAC genannt. Und es geht im Wesentlichen um ja, ein frei werdendes Spektrum von Rundfunkfrequenzen, das hatte ich schon gesagt, die jetzt noch für den terrestrischen analogen Rundfunk reserviert sind. Das sind ungefähr 300 bis 375 Megahertz. Und dann geht es vor allen Dingen um die Frequenzen, die bereits jetzt für sogenannte neuen terrestrischen digitalen Rundfunk, also sowas wie DVB-T reserviert sind. Das sind Frequenzbänder im Spektrum 170 bis 230 Megahertz und dann gibt es nochmal bei 470 bis 862. Ja, Schlüsselfragen werden in der sogenannten Gruppe für Frequenzpolitik innerhalb der Kommission, RSPG, erledigt. Es geht natürlich auch um eine Planung hin auf die Abschaltung des analogen Rundfunks, der EU-weit, da wird es verschiedene Rollouts geben in den einzelnen Ländern, für 2012 vorgesehen ist. Und die Frage, die sich die Kommission stellt, ist halt einmal, was passiert mit den Frequenzen, die jetzt noch für den terrestrischen Rundfunk reserviert sind
und die weiter genutzt werden sollen, aber unter anderen technischen Voraussetzungen, das heißt HDTV, Erhöhung der Programmzahl oder auch, wie das beim PTV der Fall ist, mehrere Kameraperspektiven, das heißt, dass man auch dort wieder für eine kommerzielle Weiterentwicklung von terrestrischer, dann digitaler Rundfunkübertragung Frequenzen reserviert. Es geht natürlich auch um Funkfrequenzen für konvergente Rundfunkdienste, Mischangebote aus Rundfunk- und Mobilfunkdiensten, das heißt vor allen Dingen auch UMTS und natürlich auch neue Nutzungsarten, also alles, was in diesem Bereich 3G-Mobilfunkdienste einzuordnen ist. Machen wir weiter. Ne? Okay, nächste Ding ist mal keine Direktive, das ist ein Actionplan, auch sehr beliebt auf europäischer Ebene. In diesem Fall geht es um Jugendschutz, wie es wahrscheinlich der Titel auch schon suggeriert, Safer Internet Action Plan. Ja, und wir haben nur mal kurz die Ziele aufgeschrieben. Also so ein Action Plan ist normalerweise verbunden mit Fördertöpfen, da gibt es dann halt EU-Gelder und davon werden Projekte finanziert, die halt die Ziele eines Action Plans sozusagen umsetzen. Und das sind nur die Ziele und wenn man sich die durchliest, dann denkt man die ganze Zeit, Horror. Weil da geht es halt um Kampf gegen illegale Inhalte. Ja, schwierige Definition, was ist illegal, was nicht und so weiter. Aus Sicht der Jugendschützer ist viel mehr illegal als aus Sicht von Kämpfern für die Meinungsfreiheit beispielsweise. Es geht um Bekämpfung unerwünschter und schädlicher Inhalte. Hier kann sowohl Spam drunter stehen, als auch der neueste Quentin Tarantino-Film, keine Ahnung. Es geht um Förderung eines sicheren Umfeldes. Das ist eigentlich so eine riesige Beschäftigungstherapie für Medienpädagogen und so weiter. Und es geht um Sensibilisierung. Hier ist eigentlich dasselbe Situation. Also normalerweise geht man dann hin, beispielsweise wie das Portal clicksafe.de. Das ist ein ganz faszinierendes Portal. Das wird von der Landesmedienanstalt in NRW zusammen mit der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz gemacht. Zusammen mit der EU-Kommission im Rahmen dieses Internet, Safer Internet Action Plans. Und die haben halt ein Portal namens clicksafe.de gemacht. Da werden halt Jugendlichen Tipps gegeben oder Kindern, wie verhält man sich im Internet. Also größtenteils ist es auch ganz in Ordnung und wichtig und so weiter, dass man sowas macht. Und dann wurde halt beispielsweise dieses Portal gelauncht und ich las nur bei Heise, 1,3 Millionen gehen in dieses Projekt rein. Und ich machte mir schon große Sorgen, oh Gott, die fangen jetzt an Filtersoftware herzustellen, weil Landesmedienanstalt NRW, Büso, Internetzensuren NRW, hatten wir alle schon mal. Und ich guckte mir nur das Portal clicksafe.de an und dachte mir, okay, 1,3 Millionen, das Portal hat vielleicht 15.000 gekostet. Mal gucken, wo der Rest des Geldes hingeht. Und dann dachte ich, rufe ich da einfach mal an. So. Und das war halt echt spaßig, weil ich war wohl anscheinend einer der Ersten, die da anriefen und gab mich halt Chaos Computer Club, Datenschleuder aus und so weiter und hatte dann irgendwann nach ein paar Mittagspausen die richtige Frau erwischt, die dann erstmal anfingen, mir so zu erzählen, worum es da geht und so weiter und die halt noch nie irgendwie so ein bisschen Social Engineering irgendwie erlebt hat. Und ich versuchte halt herauszufinden, wie viel Geld von diesen 1,3 Millionen Euro jetzt in die Förderung von Filtertechnologien geht, wie ich halt damals fälschlicherweise annahm. Aber die Frau schaffte es, mir innerhalb von einer Viertelstunde zu erklären, dass das ganze Geld irgendwie komplett verschwendet wird. So, ne? Also da muss man halt erstmal zwei Stellen schaffen auf 2 Jahre und naja, in solchen Rahmenbedingungen sind die Stellen halt ein bisschen teurer, als ich es normalerweise gewöhnt war. Dann müssen die halt die ganze Zeit zu irgendwelchen Vernetzungstreffen auf europäischer Ebene, nochmal 50.000 Euro weg sozusagen und noch und noch und noch und dann ist da noch so ein kleines Portal, was halt nicht schlecht ist, brauchen wir mehr, also Jugendliche müssen auch informiert werden, was es so schädliche Inhalte gibt. Es waren ein paar handwerkliche Fehler drin, die habe ich ihnen erklärt, aber im Endeffekt konnte die Frau mir guten Gewissens erklären, sie geben kein Geld für Filtertechnologien aus. Und ich war echt glücklich. Irgendwann stellte sie halt fest, dass sie mir Informationen gegeben hatte, die eigentlich nicht so sehr für die Öffentlichkeit bestimmt war und ob sie nicht genau wusste, dass sie jetzt mir weitere Informationen geben kann. Aber ja, vermutlich gibt es aus diesem Fördertopf noch genug andere Projekte, die nicht so viel Geldverschwendung machen wie clicksafe.de, sondern tatsächlich ja, Filtersoftware herstellen, Filtersoftware irgendwie ausprobieren und so weiter und darüber Jugendschutz enforcen wollen? Ja, also es ist gerade, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das die Ausschreibung für den neuen Internet, Safer Internet Action Plan abgelaufen. Ich glaube für die Periode 2008 bis
2010, da muss man sicherlich noch mal genau gucken, welche Projekte da im Einzelnen gefördert werden. Es ist schon so, dass natürlich auch Filterprogramme, Verfeinerung von Filtertechniken aus diesem Topf gefördert werden. Es werden aber auch die zahlreichen Selbstregulierungsorganisationen profitieren davon, die sich vor allen Dingen für den Kinder- und Jugendschutz einsetzen. Das wäre bei uns zum Beispiel die Freiwillige Selbstkontrolle Medien. Da gibt es einen europäischen Zusammenschluss. Das sind dann hauptsächlich Hotlines, wo man dann illegale, schädliche Inhalte melden kann, die man dann im Web gefunden hat und die dann versucht werden sollen, zumindest wenn sie auf europäischer Ebene gehostet werden, dann zu sperren. Auch Projekte, die in dem Zusammenhang entwickelt werden, zum Beispiel das Kennzeichnungssystem, ja auch sehr umstritten, ICRA, auch das wird aus dem Safer Internet Action Plan gefördert. Das heißt, im Vordergrund steht schon der Bereich Kinder- und Jugendmedienschutz und jetzt weniger der Bereich, wobei die EU da natürlich auch sehr aktiv ist, das hat weniger mit diesem Programm zu tun, Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, okay, das hatten wir eigentlich am Anfang, Vorratsdatenspeicherung ist ein bisschen verrückt, ist gelaufen, wer es jetzt immer noch nicht mitbekommen hat. Okay, da gibt es noch eine weitere Konsultation. Eine Konsultation ist halt etwas, da geht die EU-Kommission hin und befragt europäische Bürger, Verbände, Firmen und so weiter, gibt doch mal Stellung zu einem neuen Thema. Ja, und in diesem Fall geht es halt um Verwertungsgesellschaften. Wir wollen da nicht viel näher drauf eingehen, aber Verwertungsgesellschaften, ja, müssen natürlich auch harmonisiert werden in Europa. Na, aber ausnahmsweise könnte das vielleicht mal ganz gut sein, so, weil wenn man sich zum Beispiel in Deutschland Verwertungsgesellschaften anschaut, dann haben wir halt die GEMA, die VG Wort, die VG Bild, eigentlich kaum Wettbewerb. So. Entweder man ist bei der GEMA Mitglied oder nicht. Wenn man da nicht Mitglied ist, hat man Glück, kann man Creative Commons Werke veröffentlichen im Internet und hat keine Probleme. Ist man bei der GEMA Mitglied, darf man eigentlich keine Creative Commons Werke veröffentlichen. Aber nur kurz dazu gesagt, wenn die EU in den nächsten Jahren ein bisschen mehr in die Richtung Harmonisierung der Verwertungsgesellschaften gehen wird, dann haben wir auch die Chance, mal eine eigene Creative Commons Verwertungsgesellschaft aufzumachen. Und in einigen Kreisen tendiert das schon irgendwie in die Richtung, das ist eine Geldscheffelmaschine, damit könnten wir die ganze netzpolitische Bewegung irgendwie refinanzieren. Aber das nur mal so ein bisschen in die Richtung, da gibt es noch nicht mehr, 100 Stellungnahmen sind eingegangen in alle Richtungen, so, ja, müssen wir mal nächstes Jahr abwarten, das wird nochmal kommen. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Also umstritten ist vor allen Dingen, was jetzt die europaweite Harmonisierung von Verwertungsgesellschaften angeht. Das ist, wie gesagt, ein Prozess, der noch keinesfalls irgendeinen legislativen Status hat. Da geht es lediglich im Moment, aber es ist natürlich auch schon ein bedeutsamer Vorgang zu einem Anhörungs-Konsultationsverfahren, ist, dass die EU festgestellt hat, dass der Online-Musikhandel, also der kommerzielle Handel mit Musik, angeblich dadurch gebremst wird, dass es halt notwendig ist, bei sämtlichen nationalen Verwertungsgesellschaften Lizenzen einzuholen. Wir haben in Deutschland ein sehr breites Spektrum an Verwertungsgesellschaften für unterschiedliche Medien, teilweise auch für selbe Medien mit unterschiedlichem Repertoire. Die Verwertungsgesellschaften haben nicht nur Verwaltungstätigkeiten, sondern auch einen sozialen Auftrag. Das heißt, es gibt dort eine vielfältige Landschaft, über die auch Künstlerinnen und Künstler dann letztendlich Tantiemen bekommen und teilweise dann auch die Rechteinhaber und Verleger. Das ist in europäischen Staaten, anderen Staaten sehr unterschiedlich. Dieses System, was wir haben mit Verwertungsgesellschaften oder auch mit Lehrmedienabgaben, ist nicht unbedingt europaweit Usus. Was befürchtet wird, wenn es dort zu einer Harmonisierung kommen sollte, das heißt, wenn es gar europaweit tätige Verwertungsgesellschaften geben sollte, was bis jetzt nicht der Fall ist, es gibt natürlich Rahmenabkommen, oder aber wenn Inhaber von Online-Musikrechten zum Beispiel sich eine Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl, das ist eine ähnliche Debatte wie bei der Dienstleistungsrichtlinie und das Herkunftslandprinzip, wenn es vielleicht was sagt, dann eine Verwertungsgesellschaft aussuchen könnten, ist, dass auch hier Dumping befürchtet wird zu Ungunsten der Urheber und Urheberinnen, wenn man sich eine Verwertungsgesellschaft aussucht, die dann vielleicht besonders Rechteinhaber freundlich ist, wo dann vielleicht die Urheber und Urheberin nicht so viel bekommen oder auch, dass halt Monster geschaffen werden, Verwertungsgesellschaften, was auch letztendlich der Vielfalt und damit der Möglichkeit auch von verschiedenen Seiten dann Geldflüsse zu bekommen, einschränken könnte. Also das steht auch im Vordergrund von dieser Debatte.
Ja, kommen wir zur nächsten Richtlinie, die gibt es schon lange, die EU-Datenbankrichtlinie von 95. Ja, hier geht es darum, alle Inhalte, die halt in Datenbanken abgelegt werden, sollten geschützt werden, und zwar mit einem besonderen Schutz, der ja anders geregelt ist als das Urheberrecht. Und unter diese Datenbankrichtlinie, die halt 15 Jahre Schutzfrist vorsieht, fallen auch so Zusammenstellungen von Informationen oder allgemeinen Daten wie Telefonbüchern, streng geschützt, Hitlisten, Ergebnislisten von Fußballspielen, auch streng geschützt, so, oder aber beispielsweise Wetterdaten. Ja, relativ ungeklärt ist noch so, was halt mit wissenschaftlichen Ergebnissen ist, so, ne, die halt irgendwo abgelagert werden. Und ich sehe gerade, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen grammatikalisch falsch zusammengesetzt, aber egal. Ja, auf jeden Fall, diese EU-Datenbankrichtlinie ist eigentlich einzigartig in der Welt. Also die USA haben sowas nicht. Und normalerweise kopieren wir eigentlich alles Schlechte, was die USA machen, so 2 Jahre später in Europa. Oder probieren es zuerst aus, wenn die Amis sich das nicht trauen. Bei dieser Richtlinie haben sie eigentlich komplett die Finger von gelassen. Und mittlerweile ist man auch in der Europäischen Union so ein bisschen auf den Trichter gekommen, naja, vielleicht war es nicht so ganz klug, dass man diese Richtlinie hat. Weil wenn man sich beispielsweise Wetterdaten anschaut, haben wir in Deutschland oder in Europa praktisch keinen Wettbewerb. Also jeder, der halt Zugriff auf Wetterdaten und so weiter haben möchte, muss erstmal so Verträge abschließen, Lizenzen kaufen und so weiter. Und bis man halt mal Wetterdaten verwenden kann, ist einiges an Geld und Ressourcen geflossen. In den USA beispielsweise sind Wetterdaten frei, relativ frei verfügbar. Es gibt sehr viel Innovation darum, was man alles mit Wetterdaten anstellen kann. Und ja, findige Programmierer können wahrscheinlich viel mehr damit anfangen als ich so. Aber auf jeden Fall hat man dann mal gedacht, in Europa, ja, machen wir mal einen Evaluationsbericht. Das ist auch mal sehr beliebt, so Evaluation, so nach 5 bis 10 Jahren. Ist eigentlich auch ganz gut so, dass man mal halt zumindest solche Evaluationsfristen einsetzt. Also vor allen Dingen gut auch in diesem Fall, weil der Bericht liegt jetzt vor, ich glaube seit 2 Wochen oder so. Und festgestellt hat man, naja, keinerlei nennenswerte gesellschaftlichen Effekte auf die Produktion kommerzieller Datenbanken. Also eher im Gegenteil so. Ne? Jetzt muss man sich halt überlegen, was macht man mit dieser Richtlinie? Der Rest der Welt will sie eigentlich nicht. Auf Ebene der World Intellectual Property Organization wurde die auch gar nicht weiter diskutiert so. Ja, und jetzt gibt es gerade so mehr oder weniger die Diskussion, kriegen wir sie jetzt weg oder kriegen wir sie nicht weg? Aber auch hier haben wir wiederum das Problem, die Rechteinhaber finden sie eigentlich ganz toll so, auch wenn sie halt keinerlei nennenswerten gesellschaftlichen oder kommerziellen Effekte haben. Aber wer halt Ergebnislisten von Fußballspielen irgendwie in seinen Datenbanken drin hat, ne, für den ist es wahrscheinlich geldwerter Vorteil. Kannst du noch was zu sagen? Nee, ich denke, das hast du ganz umfassend erläutert. Okay, auf jeden Fall Datenbankrichtlinie, wenn wir Glück haben, ist sie nächstes Jahr weg, so ohne dass wir viel tun müssen. Ja, kommen wir zu einer Richtlinie, die eigentlich 2 sind. Die Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums. Es ist eine Richtlinie, die ist auf europäischer Ebene schon beschlossen worden. Wir haben sie jetzt aber auch nur noch mal reingenommen, weil die wird gerade in der Version 2.0 noch mal neu gemacht. Und bis dahin müssen wir parallel die erste Richtlinie auf nationaler Ebene, also in Deutschland, durchsetzen. Und diese Richtlinie ist, war es letztes Jahr, ich glaube sogar vorletztes Jahr, beschlossen worden auf europäischer Ebene. Und ursprünglich war sie zur Bekämpfung kommerzieller Produktpiraterie gedacht. Dazu muss man sagen, die Bekämpfung kommerzieller Produktpiraterie finde ich voll toll und wichtig und sollte man auch irgendwie angehen. Aber diese Richtlinie ist eigentlich nicht dazu da, also vielleicht so zum Teil, aber auch nicht wirklich so, beziehungsweise gab es da noch die Frau Fortou. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Frau Fortou nur wenige. Frau Fortou ist eine französische konservative Abgeordnete im Europaparlament, die leider Schattenberichterstatterin für diese Richtlinie war. Und als Schattenberichterstatterin ist man eigentlich der König in der eigenen Fraktion. Man kann halt allen anderen Abgeordneten in der eigenen Fraktion so erklären, worum es geht in dem einen Thema, weil jeder ist Schattenberichterstatter für irgendein Thema und der Rest hat gar keine Ahnung davon und man gibt halt sozusagen Empfehlungen ab. Und Frau Fortou war halt natürlich komplett unbefangen, sie war nur verheiratet mit Herrn Fortou und Herrn Fortou ist der oder war der Geschäftsführer von Vivendi Universal. Und jetzt ist er nur noch Aufsichtsratschef so und Vivendi Universal ist sozusagen sowas wie Bertelsmann und Telekom zusammen in Frankreich so, also schon der Big Player in Frankreich in der Medienwelt.
Und natürlich ist Frau Fortou vollkommen unbelastet davon. So. Sie hat nur zusammen mit ihrem Mann so eine Stiftung und die Stiftung hat genug Gelder von genug Aktien von Vivendi Universal und mit jedem weiteren Gewinn von Vivendi Universal kriegt die Familie Fortou irgendwie mehr Tantiem und so weiter. Und Frau Fortou hat es tatsächlich fertiggebracht, ohne rot zu werden, in dieser Richtlinie eine Ausweitung auf nicht kommerzielle Verletzungen durchzusetzen und stand dann halt immer mit Rehaugen vor allen anderen und erklärte, ich bin überhaupt nicht befangen und das ist trotzdem wichtig und wir müssen ja die Medienindustrie stärken. Und jetzt gibt es auf einmal das Ziel der Bekämpfung kommerzieller Produktpiraterie wurde zwar erreicht, aber mit dem Kollateralschaden, dass jetzt eigentlich jeder betroffen ist. Ne? Ich meine, wenn man sich mal anschaut, die Definition von geistigem Eigentum, da fällt das Urheberrecht runter, Markenrecht, Patente, Softwarepatente und so weiter. Ja, wenn man irgendein geistiges Eigentum verletzt, ich meine, das macht man eigentlich schon, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit in der Kneipe Happy Birthday singt, macht man sich eigentlich schon der Verletzung geistigen Eigentums strafbar. Also in diesem Fall noch nicht strafbar, da kommen wir später dazu. Man konnte leider nicht alles wie gewollt irgendwie auf europäischer Ebene im ersten Schritt durchbringen. Deswegen hat man das Ganze leicht abgefedert durch den Kompromissvorschlag. Wir machen nur zivilrechtliche Sanktionen. Also der Unterschied zwischen strafrechtlich und zivilrechtlich ist, zivilrechtlich klagt dich jemand an und du hast immer noch eine theoretische Chance, dir einen teuren Anwalt leisten zu können, vor Gericht zu gehen, dagegen zu klagen. Bei strafrechtlichen Sachen, naja, kann man sich sofort einen Pflichtanwalt holen, um nicht allzu lange im Knast zu sitzen. Vielleicht da noch eine kurze Ergänzung. Viele von euch werden auch die Debatte zum sogenannten zweiten Korb, da geht es darum, dass das Urheberrecht weiter reformiert werden soll in Deutschland Richtung Digitalisierung. Und da ist immer die Rede von der sogenannten Bagatellklausel, die Frau Zypris vorgeschlagen hat. Das heißt, dass Urheberrechtsverletzungen im privaten Bereich in geringerem Umfang dann straffrei gestellt werden sollen. Aber wichtig ist wirklich straffrei, das heißt zivilrechtlich ist es nach wie vor möglich, auch dann Verfolgung einzuleiten. Das heißt, wenn ein Rechteinhaber einen Schüler, eine Schülerin auch wegen einer illegalen MP3 verklagen will oder wegen 5, dann ist das nach wie vor möglich. Also dieser Begriff wird häufig auch verwechselt, dass es da generell darum geht, dass dann keine zivil- oder strafrechtliche Verfolgung stattfindet und das ist falsch. Also zweiten Korb haben wir jetzt mal ausgelassen, das ist auch eine endlose Geschichte. Kann man auch nur zu sagen, zu der Bagatellklausel, da denkt unsere Justizministerin Zypris tatsächlich, wer mal den neuesten Robbie Williams Songs runterlädt, der kommt nicht sofort in den Knast. Da fragt man sich halt, hallo Realität, wer mal einen Song runterlädt, so, das ist nicht die Realität. Ne? Also ich auf so ein iPod, so die modernen Teile, passen 40.000 MP3s drauf, die müssen ja irgendwo herkommen. So, ne? Und deswegen sehen wir es eigentlich als sehr positiv an, dass die ersten Staatsanwaltschaften sich unseren Forderungen anschließen, dass wenn man eine Bagatellklausel nimmt, dann sofort so eine Grenze im vierstelligen Bereich einführt. Und zwar nicht nur den neuesten Robbie Williams Song, sondern irgendwie die 50 Alben, die man auf seinem iPod mit sich herumschleppt, so was halt an die 1000 Lieder wären. Aber das ist eine andere Frage. Aber um nochmal den Bogen zu spannen zum zweiten Korb. Im zweiten Korb, der halt irgendwann jetzt wieder aufgenommen wird, war eine Hauptforderung der Rechteinhaber, ein Auskunftsrecht oder einen Auskunftsanspruch zu verlangen. Und zwar brauchen die das deswegen, um halt stärker gegen File-Sharing vorgehen zu können. Weil im Moment läuft das Ganze noch schön rechtsstaatlich so ab, man oder die Privatarmeen der Rechteinhaber finden halt irgendwie im Internet ein paar File-Sharer, finden die Log-Files oder IP-Nummern, haben so eine IP-Nummer und müssen ja irgendwie an Daten herankommen. Und da kann man natürlich schön einen schönen rechtsstaatlichen, komplizierten Weg gehen, den wir eigentlich auch gut finden. Naja, erstmal den Staatsanwalt einschalten und der Staatsanwalt oder der Richter, die entscheiden darüber, ob das überhaupt jetzt wert ist, dass man Grundrechte aufhebt und die Daten herausgibt. Das fanden natürlich die Rechteinhaber nicht so toll. Die möchten halt viel lieber so automatische Abmahnwellen machen können, sozusagen auf Knopfdruck, alle verklagen, die es so gibt. Und sie haben halt immer einen Auskunftsanspruch gefordert. Und sie fordern das immer noch. Und eigentlich ist seit 1,5 Jahren klar, sie kriegen ihn, weil halt in dieser Richtlinie, die halt kein Schwein beachtet hat auf europäischer Ebene, steht dieser Auskunftsanspruch drin. Und den müssen wir eigentlich jetzt, im nächsten halben Jahr in nationale Gesetzgebung umwandeln. Und man gibt halt den Rechteinhabern ein Instrument an die Hand,
wo halt der Datenschutz mit Füßen getreten wird, wo noch nicht mal richtig klar ist, dass eine IP-Nummer einer Person zuzuordnen ist, weil IP-Nummern kann man fälschen, man kann auch irgendwie in Netzwerke reinhacken und über andere surfen und so weiter. Also es wird halt vermutlich öfters den Fall geben, dass irgendwelche unbescholtenen Bürger erstmal argumentieren müssen, dass sie halt 92 Jahre alt sind, noch nie irgendwie was von File-Sharing gehört haben, aber Gangster-Rap auf ihrem Rechner drauf haben sollen. So. Ja, vielleicht noch auch hier eine kleine Ergänzung. Also Markus hat das zu Recht gesagt, diese Richtlinie ist irgendwie durchgerutscht. Das ist also häufig so, die EU erlässt Richtlinien, die in erster Linie mit klassischer Markenrechtsverletzung zu tun haben, Produktpiraterie, aber auch gleichzeitig die Begriffe so definiert sind, dass auch eine Ausdehnung auf Urheberrechtsverletzungen möglich ist. Das ist hier ähnlich. Sämtliche Maßnahmen, die da auf uns zukommen werden, das heißt auch dieser Auskunftsanspruch auf die Provider, geht letztendlich dann auf EU-Maßnahmen zurück. Auch diese gesamte Reform, auch der sogenannte erste Korb, digitales Urheberrecht, beruht auf einer EU-Richtlinie. Und es kann uns da durchaus noch Schlimmeres drohen. Einige von euch haben vielleicht auch die Meldung gelesen. Beliebter Treffpunkt für die Großen der Unterhaltungsbranche ist immer das Filmfestival in Cannes jedes Jahr. Also wer dort eingeladen wird, selbst die kleinste Filmproduktion, die es in die unbedeutendste Nebenreihe schafft, das ist immer noch wichtiger als bei allen anderen Festivals aufzutauchen. Dann kriegt man da ein Hotelzimmer und darf irgendwie an dem bunten Treiben dort teilnehmen. Und dieses Festival in Cannes wurde auch jetzt letztes Jahr von Frau Reding genutzt, um dort großspurig Ankündigungen im Sinne der Unterhaltungskonzerne zu verkünden. Es gibt eine Arbeitsgruppe unter dem Titel, die nennt sich Sherpa. Das ganze Programm heißt relativ harmlos Film Online. Der Europäische Verbraucherverband hat sich schon beschwert, dass er dort nicht vertreten ist. Das heißt, dass dort keine Verbraucherinteressen vertreten werden, wo vor allen Dingen Vertreter der europäischen Musik, Filmindustrie, aber auch US-Industrie und auch große Provider vertreten sind. Und man macht sich dort Gedanken, wie man das sogenannte unautorisierte File-Sharing weiter eindämmen kann. Und dort werden Sachen besprochen. Also es gibt dort noch keine offiziellen Richtlinienvorschläge oder irgendwelche legislativen Vorgänge. Aber im Gespräch sind entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass der Aufbau eines abgestuften Reaktionssystems, in dem der Netzanbieter zunächst bei auffälligem Downloadverhalten Warnhinweise an Kunden verschicken soll. Und Endstufe, das geht dann schon in Richtung Datensabotage, ist die Kündigung des Anschlusses und das Kappen der Internetverbindung, wenn sich Nutzer weiter in Tauschbörsen tummeln. Und es geht also noch so weiter, wie man dort halt versucht, mit drastischen Maßnahmen Peer-to-Peer-Netze einzuschränken, pädagogische Nachrichten an die E-Mail-Accounts und natürlich auch mal wieder die Keule mit dem Straf- und Zivilrecht. Also da steht uns sicherlich auch noch einiges bevor. Okay, nochmal. Fertig bringen zu dieser Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums, schöner Name. Bankkonten können durch Rechteinhaber gesperrt werden. Also wer irgendwie exzessiv File-Sharing betreibt, sollte sich nicht wundern, wenn die Bankkonten seiner Eltern mal irgendwie gesperrt werden. Da steckte die Rechteindustrie wahrscheinlich dahinter. Genauso wie halt ja, diese Richtlinie eigentlich schon Instrumente zur Hand gibt, dass halt, wenn man einen eigenen Server hat, na, die Rechteindustrie einreiten darf und mal kurz beim ISP den Server mitnehmen kann, so wenn man darüber File-Sharing gemacht hat. Ja, und wo wir da gerade noch auf die nationale Umsetzung warten, wir haben uns auch schön lange Zeit gelassen in Deutschland, so 1,5 Jahre, sind die schon längst auf europäischer Ebene die Version 2.0 am Diskutieren. So, ne? Und zwar hatte man da auch schon den Richtlinienentwurf vorgelegt. Der wurde lustigerweise vom Europäischen Gerichtshof zurückverwiesen, weil man dachte halt mal wieder, man kann das auf europäischer Ebene machen, ohne jetzt das Parlament noch ein bisschen mitsprechen zu lassen, weil die stellen dann immer so ein paar unangenehme Fragen und wollen noch ein bisschen geändert haben. Das ist immer so ein Risiko. Und man dachte halt, man kann das vom EU-Rat zusammen mit der Kommission durchbringen. Und eigentlich soll diese Richtlinie, Teil 2, die zivilrechtlichen Sanktionen ausweiten auf strafrechtliche Sanktionen, was man halt im ersten Anlauf nicht so schnell sozusagen durchbekam. Ja, und der Europäische Gerichtshof meinte halt jetzt so, naja, müsst ihr halt nochmal neu machen, das geht alles so nicht, ihr müsst zumindest das Parlament mal befragen. Und es wird halt nächstes Jahr nochmal neu gestartet. Ja, und Mitgliedstaaten sollen halt ja
alles sollen dafür sorgen, dass jede vorsätzliche in gewerblichem Umfang begangene Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums, der Versuch einer solchen Rechtsverletzung sowie die Beihilfe und Anstiftung dazu als Straftat gilt. Ja, was fällt da drunter? Das ist halt immer so eine komplizierte Frage, wenn man das juristisch irgendwie machen möchte. Eigentlich fällt eine ganze Menge darunter. Also es ist halt die Frage, wenn man halt schon über DCSS berichtet, so, das fällt da drunter. Oder wenn man halt ja, patentierte Software-Algorithmen sozusagen publiziert, könnte das auch drunter fallen. Irgendwie, ja, auf jeden Fall hat man auch hier mal wieder eine ganze Menge an neuen Sachen drin. Also A, strafrechtliche Sanktionen. Das heißt, wer halt ein massiver Falschscherer ist, laut der Definition von Frau Zypris, kann das schon bei einem Album wahrscheinlich passieren, also 20 Stücken so, steht halt mit einem Bein im Knast. Dasselbe gilt, wenn es irgendwann Softwarepatente geben würde in Europa. Eigentlich gibt es sie schon. Andererseits kommen sie vielleicht mal irgendwann auch legal, dass man halt, wenn man Softwarepatente verletzt, dafür in den Knast kommt. Oder wenn man Reverse Engineering betreibt, wenn man sich halt CSS mal genauer anschaut, um DCSS zu implementieren oder sonst wie, wenn man freie Media Player programmiert oder sonstige freie Software, so steht man mit einem Bein im Knast, wenn diese Richtlinie so durchkommt. Und nicht nur im Knast, also ich habe gelesen, Geldstrafen von mindestens 100.000 Euro. Das schien mir ein bisschen komisch, vielleicht hat sich Heise da auch geirrt so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt für 20 MP3 schon irgendwie 100.000 Euro zahlen muss. Aber man wird wahrscheinlich nicht 1 Euro pro MP3 zahlen müssen, sondern garantiert das Hundertfache. Dann gibt es ein Gewerbeverbot bei Verstoß. Das ist natürlich auch mal wieder gewerbliche Produktpiraterie, ist gut, sollte man bekämpfen, dafür ist es auch gut da, aber solange man Probleme hat, das Ganze rechtlich einzugrenzen und halt ja immer noch das Problem hat.
Politiker nach dem anderen und seine Büros anzurufen. Wir müssen auch so etwas Ähnliches machen. Wir haben es bei Softwarepatenten gesehen. Wir können gewinnen, wir können Schlachten gewinnen, und zwar ziemlich große Schlachten, wenn wir mit vielen auf die Politiker eingehen, mit Argumenten etwas dagegen setzen, weil die meisten Politiker sind echt überfordert mit den ganzen Thematiken, um die wir uns kümmern. So. Und das ist halt, sie haben die ganze Zeit nur die ganzen Lobbyisten, die versuchen ihnen oder erklären ihnen die Welt, aber Politiker sind echt froh, wenn junge Menschen, die vielleicht um ihren Arbeitsplatz bangen oder um ihre Zukunft, da anrufen, Faxe schicken, vielleicht sogar vorbeifahren, um sie authentisch irgendwie, ja, aufzuklären. Also sehr viele Politiker, die warten richtig drauf, haben wir festgestellt, aber da müssen viel mehr passieren. Ja, wir Markus, wir müssen, ich hoffe, wir können noch ein paar Fragen zulassen, sonst rennt uns hier die Zeit davon. Na gut, geht das noch? Das durch. Können wir noch ein, zwei Fragen? Das wäre prima, genau. Dann los geht's. Das ist eigentlich keine Frage, sondern eher eine Anmerkung wegen dieser Mindeststrafe von 100.000 Euro. Nach deutschem Strafrecht wäre das gar nicht möglich, weil die Höhe einer Geldstrafe nicht nur an der Tat, sondern auch am Einkommen des Verurteilten bemessen wird, damit er auch eine Chance hat, sie zu bezahlen. Ich habe das eben nur einfach von Heise mal kopiert, so, weil ich wusste nicht genau, was jetzt das genaue Strafmaß ist. Bei Heise stand halt mindestens 100.000. Ich habe halt keine Ahnung, worauf sich das bezieht. Ich habe es einfach nur mal hingeschrieben, in Anführungsstrichen sozusagen genannt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es ist auch nicht dieses 1 Euro für eine MP3 so, sondern es wird was anderes sein dazwischen. Ja, noch eine Anmerkung zu dieser Geschichte mit dem Auskunftsrecht für die Rechteinhaber. So wie du das dargestellt hast, würde das meiner Ansicht nach eine Beweislastumkehr darstellen. Ja, genau. Und das ist ja in Deutschland eigentlich auch nicht erlaubt. Guck dir die Vorratsdatenspeicherung an. Also das ist EU-Recht, das muss dann irgendwie national umgesetzt werden. Die ganzen Datenschützer sagen, Auskunftsanspruch, das geht nicht, das dürft ihr nicht. Da verletzt ihr Grundrechte. Und dann wird dann immer auf die EU geschoben. Tut mir leid, so, die EU sagt das, wir müssen das halt machen. Und ja, so läuft Politik. Ja, mich würde eigentlich nur interessieren, wenn der Rechteinhaber mein Bankkonto sperren lassen kann, darf, was auch immer, welche Bedingungen da vorher quasi gelten müssen. Also kann er jetzt einfach zu meiner Sparkasse gehen und sagen, der darf jetzt kein Geld mehr abheben, ohne dass er mir irgendwie gerade mal vorher mal ein Briefchen geschrieben hat oder so? Oder? Also wir hatten noch nicht den Fall, deswegen weiß ich das noch nicht, weil bei der ersten Richtlinie, die ist noch nicht mal umgesetzt so. Bei der zweiten Richtlinie wollen sie das Ganze noch mehr liberalisieren, das habe ich gehört. Also im Endeffekt reicht der Verdacht schon aus. Und also man gibt halt echt Rechteinhabern sozusagen Werkzeuge in die Hand. Das ist eigentlich verfassungsrechtlich und grundrechtemäßig überhaupt gar nicht mehr zu vertreten. Aber man macht es halt so, weil wird ja hoffentlich Arbeitsplätze bringen oder so. Gut, ich hoffe, wir konnten euch zumindest in diesem Schnelldurchgang einen Überblick liefern über das, was die EU vorhat, was die digitalen Bürgerrechte betrifft. Es gibt natürlich viele Themen, auf die wir noch hätten eingehen können, sicherlich auch das Thema Softwarepatente durch die Hintertür, durch ein neues EU-Gemeinschaftspatent, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es wäre sicherlich auch sinnvoll, einzelne Themen noch ausführlicher zu behandeln, aber ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen und es war interessant und Dankeschön.